Kennst du auch diesen Hunger? Dabei meine ich nicht den nach essbarer Nahrung, vielmehr den Hunger nach Sinn, Liebe, geistlicher Tiefe, nach mehr Glaubenserfahrung. Doch warum fällt es uns so schwer, den Hunger zu stillen? Viele hören sonntags eine Predigt, helfen in der Kirche, wo sie können und spenden nicht gerade wenig. Man könnte denken, mehr geht nicht. Lass mich dir mal eine Frage stellen. Dass wir täglich essen müssen, ist uns klar. Lebensmittel schenken uns Kraft, Konzentration, machen uns belastbar. Können wir also wirklich erwarten, dass uns nach 6 Tagen Hungern und Fasten die geistliche Nahrung von nur einem Tag sättigt? Wenn wir ständig nur das übernehmen, was andere glauben und Gottes Wort ausschließlich aus zweiter Hand versuchen aufzusaugen, dann bekommen wir nur vorgekaute Happen ab. Wie können wir da erwarten, dass uns das satt macht? Können wir für Gott nicht viel mehr bewegen, wenn unsere Seele und unser Geist gestärkt sind? Gott möchte, dass wir seine Wahrheiten vor allem aus erster Hand erfahren und nicht an Quality Time mit ihm sparen. Wenn wir zu ihm kommen und uns beim Brot des Lebens bedienen, werden wir nie wieder hungrig sein, so steht es in Johannes 6 geschrieben. Also lasst uns, statt auf Diät zu leben, lieber vollwertige Mahlzeiten zu uns nehmen. Lasst uns nicht nur Sonntagschristen sein, sondern Jesus die Zeit einräumen, uns in unserem Alltag zu begegnen und in unseren Gebeten zu uns zu reden. Lasst uns nicht nur Content konsumieren, sondern auch mal selbst die Bibel studieren, um nicht nur irgendwelche Meinungen zu kopieren, sondern die Dinge selbst zu reflektieren. Wie eine Rebe am Weinstock, so lasst uns täglich verbunden bleiben mit Gott. Denn dann hat er nicht nur die Möglichkeit, unseren Hunger zu stillen, sondern kann auch unser Leben mit Früchten füllen.